Howdy Leute, euer Miftaka hier. Heute reden wir ganz kurz über die Eos Luna in einer besonderen Perk-Kombination. Das Grab scheint ziemlich broken, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, aber sehen wir gleich auch nochmal in dem Video. Aber in Kombination mit Unnachgiebig bekommt das Ganze nochmal so einen extra Boost und das ist ziemlich, ziemlich geil. Und da der Dungeon einfach, also da der Dungeon ziemlich easy zu farmen ist, solltet ihr euch so ein Ding vielleicht farmen, aber gucken wir uns das mal eben an. So, Eos Luna mit Unnachgiebig und Grabstein. Das eine, das rasche Besiegen von Zielen löst Gesundheitsregeneration aus. Und mit Grabstein erzeugen wir mit Präzisionstodesstößen ein Stasiskristall an der Position des Opfers. So, und das beides zusammen ist broken. Wir nehmen dazu noch das Fragment rein, dass wir die Stasis-Explosion vergrößern und dass Kinetikwaffen erhöhten Schaden an Stasiskristallen und eingefrorenen Zielen haben, damit wir mit der Handkenne mit einem Schuss diesen Stasiskristall kaputt machen. So, ihr seht Stasiskristall, wir haben Leben verloren, schießen auf den Stasiskristall, Stasis-Explosion killt die Ads und das prockt unnachgiebig. Und das ist das, was ziemlich krank ist. Das heißt, ihr killt irgendwas mit dem Prezi, den könnt ihr auch erstmal stehen lassen. So, die ganzen anderen Ads, die kommen, die killt ihr dann, wenn die in der Nähe, in der Range von dem Kristall sind und habt dazu noch Heal. Das ist absolut krank, finde ich. Ist eine wirklich gute Kombination. Packt euch so eine Eos Luna, wenn ihr die bekommt, auf jeden Fall an die Seite. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, ja, die meisten wollen sie eh für PvP, dann mit anderen Perks. Aber die Leute, die gerne PvE spielen, auch mit einer Handkennen. Und gerade mit Stasis hat das jetzt wirklich richtig viel Potenzial. Packt euch die an die Seite. Ja, das war's schon wieder von mir. Ich wollte euch das nur einmal ganz kurz zeigen, wenn ihr dann in euren Farmhorn seid, dass ihr euch da eine an die Seite legt. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!